Oh, der Mario. Hallo. Hallo. Ich habe gerade so ein wundervolles Paket bekommen, was ich bestellt habe. Und ich glaube, da ist was sehr, sehr Cooles drin. Du bist doch heute bei uns, ne? Ich bin in einer halben Stunde da. Ja, perfekt. Dann können wir mal was Cooles testen. Ich glaube, das wäre ganz interessant für ein Video. Das wollen wir mal ein bisschen maschinentechnisch aufrüsten und mal sehen, wie da so das Feedback zu ist. Okay, willst du mir schon verraten, was ist? Oder muss ich mich überraschen lassen? Ich glaube, du lässt dich überraschen. Na dann, Vollgas und ich bin gleich da. Sehr gut. Super. Bis gleich. Hat der etwa die neue... Bei einer neuen Maschine bin ich doch sofort am Start. Da ist er! Was machen Sachen? Ich bin aufgeregt. Ich habe mir schon was in die Hose gemacht. Bereit. Freude. Was hast du da? Oh, ich hatte recht. Ich hatte recht. Eine neue Blechschere. Endlich. Nein, sprach der Wetter. Buß. Komm, wir nehmen sie zusammen raus. Was mir sofort auffällt, es gibt keine Drehzahlanzeige mehr und sie hat den neuen Performance-Stützzeller, der auch bei der Akku-Variante drauf ist. Ja, ich bin super gespannt. Ich habe ja eh für den Workshop meine Mark III mitgebracht und dann können wir die, würde ich sagen, einfach mal direkt vergleichen. Ja. Jeder poliert mit der jeweilig anderen und dann würde ich sagen, geben wir euch Feedback. Ich bin auf jeden Fall super aufgeregt. Ich würde sagen, wir bereiten alles vor. Dann geht's los. Suchst du Pads und Polituren, ich hole die Maschine und let's go. Angespritzt. Ist auf der Schafe. Bitte schön. Dankeschön. Ja, eine Maschine verhält sich mit einem harten Pad immer ein bisschen anders als mit einem weichen, deswegen auch beides mal testen. Jetzt geht's ans Finish-Pad mit der Finish-Politur. Mario genauso. Weiter geht's. Wollen wir tauschen? Ungern, aber ja. Mal gucken. Let's go. Ich fange mit Finish an, glaube ich. Ja. Ein bisschen shaky fingers, ein bisschen aufgeregt. Das ist ganz aufgeregt. Das Ergebnis ist ja unabhängig von der Maschine, vom Produkt und von der vom Polierpad, sondern von den Fähigkeiten des Anwenders. Also ich Rupes, Flex, Sonax, Kochchemie, man kann mit jedem Produkt ein gutes Ergebnis erzielen. Aber es geht jetzt darum, was ist der erste Eindruck von dieser Maschine? Viel mehr können wir euch jetzt gar nicht natürlich liefern. Ne? Der Rest kommt alles später, technische Daten, guckt danach, Preis guckt danach. Dafür wollen wir das Video nicht, kein Tech-Review hier, sondern wir wollen wissen, was sagen zwei Aufbereitungsprofis zu dieser Maschine. Und jetzt kann ich endlich mal damit polieren. Ich habe genug gesehen. Nicht mal 5 Minuten hat es gedauert, ne? Ja, also ich nehme vorweg, wer eine Rupes kauft, musste sich bislang bis zur Akku, bis zur letzten Mark 4 Akku, also die Akku-Variante, immer auf Lautstärke einstellen. Ja. Rupes war immer laut, egal welche. 75er, Duetto, 15er, die waren immer laut. Ja, Wahnsinn. Das haben sie in den Griff bekommen. Definitiv. Und auch besser als jeder, also ich finde, es ist bisher die leiseste Maschine, die ich jemals gehört habe. Wirklich, also kein Quatsch, das ist jetzt auch, ich habe die Maschine nie in der Hand gehabt, Rupes bezahlt mich leider nicht für dieses Video, wäre jetzt ganz praktisch. Rupes, könnt nicht. Ihr noch nachdrehen, echt Spaß. Mario hat ja auch bezahlt, die Maschine übrigens, ist auch eine der letzten, die er bekommen hat, deswegen hat er mich sofort angerufen, ich bin hergefahren, nein, wir hatten eh einen Workshop, aber trotzdem. Also ich war im Auto aufgeregt und dachte dann so, ach komm, was soll, die kann er nicht, ist doch eh, oh, wieder eine neue Maschine, die die Welt nicht braucht. Braucht die Maschine die Welt? Weiß ich nicht.
Ob sie sie braucht, weiß ich nicht. Aber man hat es ja eben, glaube ich, schon sehr deutlich gesehen. Auch das, was hier vorne, was ich poliert habe, das war ja nicht gespielt. Also das mit dem Tanzen, es war wirklich heftig. Also von den Vibrationen, glaube ich, nehmen die sich nicht so extrem viel. Ich finde, die hat so ganz feine Vibrationen. Also die merkst du so ganz fein. Da werde ich auf jeden Fall, wenn ich die benutzen würde, mit Montagehandschuhen arbeiten, damit sie nicht den ganzen Arm ist. Die vibriert halt, als würdest du Bullen reinmachen. Genau, richtig. Also es ist schon ein Unterschied, aber jetzt nicht so massiv, dass man sagt, die vibriert gar nicht und die wie so ein Presslufthammer so nicht. Nico hat ja eben mit der Mark III begonnen und man hat gar nicht mehr gehört, dass die überhaupt an war. Anders eben, genau andersrum. Du hast mit der angefangen, ich bin mit der nachgekommen und du hast nur noch diese Maschine gehört und von der wirklich gar nichts. Also es ist echt krass. Und auch der Stützteller, du kennst ihn ja schon von der Akku-Variante, ich kenne ihn bisher noch nicht. Sehr leicht händelbar und durch dieses Gummierte, das gibt ja noch mal so ein Stückchen nach, kann man auch Rundungen, finde ich, wirklich sehr, sehr gut damit fahren, wie jetzt mit so einem harten, festen Stützteller. Baulich sind sie ähnlich, die alte ist ein bisschen bauchiger, ein bisschen breiter, Höhe ist etwa die gleiche, wenn man den Stützteller quasi abzieht, also der Stützteller ist natürlich viel dünner. Handling, also das ist die gleiche Maschinenform, wer eine lange Maschine mag und nicht so eine kompakte, der ist mit Ruppe sowieso gut bedient. Also ich finde, hier ist echt nochmal ein Sprung gelungen. Definitiv. Muss der Fairness halber auch dazu sagen, die andere ist, die haben wir uns gekauft, ein Jahr nachdem die rausgekommen ist, unser zweiter. 2021, genau. Also die Maschine ist 3 Jahre alt. Im Februar 21, 3,5 Jahre alt, hat Gewerbeeinsatz durch, ist aber immer gepflegt, gewartet worden, hat gerade frische Kohlen bekommen, wird regelmäßig repariert. Die ist auch bei uns am Einsatz, jetzt keine Maschine, die ich irgendwo aus dem Schrank gekramt habe. Wir haben heute im Workshop damit gearbeitet, aber sie ist natürlich nicht mehr ganz so leise und vibrationsarm wie neu. Ich glaube, das müssen wir der Maschine zugute halten, aber sie war nie so. Ne? Gewicht ist ja eben schon, die ist echt schwerer, also die alte, die ist echt und schwerer. Der Aufbau ist neu, man kennt es ja von Rupes mit diesen beiden Rändelschrauben, also mit den beiden Schlitzschrauben hier an der Seite. Ja, fällt mir eben gerade auf, ist hier nicht mehr, also es ist... Alles ein bisschen anders konzipiert. Hier unten hat es ja vorher noch eine Schraube, die ist hier unten auch komplett weg. Ja, und dann schauen wir mal. Also ich bin gespannt, wie die sich jetzt im Dauereinsatz so hält und auch, wie man das Ganze mal getauscht bekommt, wenn was sein sollte. Die hier war ja wirklich sehr einfach. Ne, es war alles... Ja, die hat das gleiche Thema wie die Akku-Variante, dass die Schraube sehr nah am Stützteller ist. Ne, da haben ja manche mit einem sehr weichen Pad Bedenken und machen sich noch Rohrschaumbrot, erhöhen die. Ja. Kann ich jetzt nicht beurteilen, Langzeittest müssen wir uns anschauen, aber... Also ich glaube, ich würde sagen, wenn du dir jetzt gerade eine Rupes kaufen willst und sagst, hey, ne, kaufe ich mir jetzt die oder die, leg noch ein bisschen was drauf und nimm die wirklich. Also das, der Mehrpreis lohnt sich. Bei der Mark III habe ich gesagt, der Mehrpreis lohnt sich wegen der Power. Ja. Die hatte so viel mehr Power als die Mark II. Ja, definitiv. Bei der hat also einfach diese Ergonomie beim Arbeiten, das war also ganz anders. So, sie ist nicht günstig, gar keine Frage. Ich glaube, UVP liegt bei 500, 550 Euro, irgendwie sowas. Genau, grobe Richtung. Genau. Aber wenn das Video rauskommt, vielleicht gibt es sie dann hier und da. Guckt einfach mal, ob ihr Bock drauf habt. Ja. Und ich würde sagen, Mario, danke, dass du mich zum Testen eingeladen hast. Sehr gerne. Und ich würde sagen... Schön, dass er da war. Genau, ich gehe jetzt einfach noch kurz aufs Klo und dann räumen wir wieder auf. Ne? So machen wir's. Sehr gut. Ja, auch hier. Was ein Maschinchen. So. Das Gelumpe kann wieder mit nach Berlin. Du, ich habe gerade einen Anruf bekommen, ich muss jetzt auch schnell los. Aber ich habe gerade gesehen auf deinem Auto, da nimm mal einen Detailer mit raus, da ist ein Vogelkot auf dem Dach, vielleicht machst du den auch schnell weg, dann kannst du mich ja noch raus. Diese haben wir. Ja, Workshop haben wir, Maschine haben wir getestet, aber ach, guck mal, ich sag dir jetzt schon mal tschüss, ich muss noch kurz im Auto telefonieren. Ja, gut, dann bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst. Ja, ne? Mach schnell noch deinen Vogelkacke. Ja, super. Bisschen Family, ne? Das mache ich, du auch. Ciao. Ciao. Oh Mann, immer dasselbe. Mein Kram bleibt natürlich wieder liegen. Ich muss mich eigentlich immer die schweren Sachen machen. Denk doch nicht, dass ich hierher komme und die Maschine bei ihm lasse. So. So, jetzt gucken wir uns erstmal an. Nein! Nein, es ist die Mark III! Nein! Ja,
wieder zurück in Berlin und mein Diebstahl hat ja leider nicht ganz geklappt und ich überlege jetzt echt, bei dem Zustand meiner Mark 3 am Black Friday zuzuschlagen, um mir die neue Mark 5 zu holen. Aber apropos Black Friday, da haben wir uns jetzt was überlegt und zwar eine Mega-Aktion für die Autopolieren Masterclass, einmalig rabattiert und zwar so sehr, dass es Mo immer noch wehtut, der weint gerade in der Kamera, während ich das erzähle. Ein absoluter Hammerpreis. Guck mal auf den Gutscheincode hier, speicher ihn dir, nur gültig am Black Friday im Shop. Link findest du auch unten. Wird es so schnell so nicht wieder geben, würde ich mir an deiner Stelle nicht entgegen.